Wunderbar. Ja, ne? Das war... Ich finde die Kämpfe manchmal ein bisschen unfair. Also da haben sie ein bisschen arg reingeschissen. Ich habe so das Gefühl, dass sie ein bisschen was verwechselt haben. Mit Dingsbums. Wie heißt's? Na. So, nu. Bitte sehr. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Kommt sofort. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiezelle freizusetzen. Es klappt! Yo. Zwei Kinder spielen belagert. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Dekote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Tja. Gute Nacht, Club. Ich würde sagen, Aloy, laufen. Wenn so eine Masse laufen, runterkommen würde, ich würde ganz schnell ganz weit weglaufen. Nicht so geil. Was hast du getan? Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tekote. Jetzt musst du zu Hikaru. Niemals. Niemals. Wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr seid nicht sicher. Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein. Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Tja, ich würde mal sagen, Schlucki. Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsklans in der Arena. Ich glaube, der Alte ist angefressen. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Tja. Wir werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tekotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hikaru. Alles klar. Wir sehen uns zu Kulrut. Gut. Ja. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Ja, mach ich schon. Wunder schütt ich mir aus dem Hosenbein. Wie ein Zombie seine Hoden. Ja. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht. Nee. Ey, lol, nein. Ich mach jetzt einfach weiter. Mhm.
So, eins. Nee, ich würde gerne... hier ist noch ein Langhals. Hier ist noch was. Kann ich eigentlich auch selbst hinreisen? Ja, ne? Cool. Ich denke, es ist auch der letzte... letzte Part, den ich persönlich aufnehmen werde. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Naja. Die Kohlhut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Aether. Wundert mich, dass wir schon Aether finden. Ich dachte, es wird länger dauern. Wir müssen ja die verschiedenen Unterfunktionen von... oder die meisten. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena. Hinter dem Thron. Wie heißt's? Wir sollten ja mehrere Unterfunktionen von Gaia zusammenstellen. Unter dem Thron. Ich glaube, in der richtigen Reihenfolge gibt das schon Sinn. Hier geht es wohl zur Arena. Aber aktuell die Dinge alle einzeln zu lesen, ist irgendwie... meh. Ein weiterer Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Cool. Ein neues Outfit bekommen. Ich will zwar nichts sagen, aber nein, ich werde nicht aussehen wie ein Gockel. Aloy, du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil. Andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Okay. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Ja, es wird ein Spaß. Ich brauche noch etwas Zeit. Gut. Ja, ich würde gerne nochmal meine Vorräte und alles auffüllen. Was fehlt mir denn? Gar nichts. Weil Vorräte müsste ich eigentlich mehr als genug haben.
So, jetzt muss ich nur gucken, wo hier noch ein Vorratslager war. Häuptling Hikaru erwartet dich dort hinten, in der Arena. Ja, ich weiß. Diese Stöberer stehlen besser keine Tieraufnahmen mehr. Sag mal, bin ich bekloppt? War ja nicht. Irgendwo. Ein Vorratslager? Ich habe so das Gefühl, ich bin gerade ein bisschen dämlich. Ich will es nicht bestreiten. Aber ich meine, hier wäre irgendwo ein Vorratslager gewesen. Scheinbar nicht. Gut, dann würde ich sagen, mal speichern. Oh komm, da ist eine NVMe-SSD drin. Das muss so schnell. Das muss so schnell gehen. Wie nix. Gibt's aber auch nichts zum Pflücken, ne? Finde ich den jetzt? Ich will jetzt nicht bis zum Arsch der Welt reisen. Nur um einen Fort. Na gut. Werde ich so machen müssen. Obwohl, ich kann auch hier einfach mal ein paar Beeren pflücken. Warum können die Beeren nicht überall so sein? Die nehme ich mit. Das ist schön. So. Na, Justin spielt noch. Lass sie durch. Genshin intakt. Und Marshal Kotalo erwarten dich drin. Interessant. Sag mal, bin ich jetzt zu blöd? Gibt's nicht diesen Hologramm nach? Nee, ne? Also hat schon was, ne? Wisst ihr, worauf ich schon mal wieder Bock hätte? Auf Rise of the Tomb Raider. Das hatten wir aber zwar im Stream schon mal durchgespielt, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es war ein cooles
Cooles Spiel. Ein weiterer Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Bereit? Ja, komm. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Easy. So. Meine Kraft ist dein. Mögen die Zehn, uns steht eine Darbietung großer Stärke. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich leicht angeschissen fühle gerade. Ich will mal was probieren. Häckslerhandschuhe. Ich hab keine Ahnung, wie die funktionieren. Die Marschälle werden wieder antreten. Du bist die Speerspitze, die Regala durchbohrt. Ich habe ein paar Scherben gesetzt. Regala. So, dann vermutet ihr durch hier. Da ist Tekuti mit seinen Schlägern, klar. Seht, Kameraden. Reiterin des Häuptlings fällt die Ehre. Tekuti hat... Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Alter, der sitzt da. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Ich trau dem nicht. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Ich trau dem nicht. Ich hab so das Gefühl, dass der uns irgendwann mal was in den Rücken schießt. Okay. Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Grabens sein. Wir sind bei diesem Kampf nicht alleine. Wie komme ich da jetzt hoch? Natürlich gar nicht. Oder einfach so. Darf ich auch? Oh, komm schon. Was zum... Ja, ich könnte auch einfach die Treppe nehmen. Die Maschinen müssen weg. Denn ohne sie... sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Ich mag die Decker wesentlich mehr. Auch als Anführerin, als den Soldaten anderen Typen da. Sie da so breitbeinig Arschloch sitzen. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Oh, das wird ein Fest. Regala hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich. Was? Was? Die Kohlrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lass die Beute los! Kämpf!
Kämpfer! Tretet vor! Hallöchen, Chris Lück. Ich bin ja eigentlich gerade in der YouTube-Aufnahme. Wird zum Marschall. Gedenket der Zehn. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm. Ich könnte eigentlich mal den Discord-Channel raus. Sowieso keiner aktiv. Hallo. Autsch. Genug. All die Raptoren, ne, die sehen schon geil aus. Aber die Elle hat eine dicke Wumme. Verteidigt die Kugel. Yo. Und die sterben wie die Maden. Alter, Alter, Alter. Ich habe keine Ahnung, solange ich Bock hab. Wir haben ja morgen Feiertag. Alter. Muss ich mal gucken. Fuck. Alter, der Häcksler ist cool. Okay, der Triceratops da drin, der sieht schon echt geil aus. Sag mal, ich bin echt zu blöd, ne? Also, wie lange ich noch streame, Chris, kann ich dir nicht sagen. Ja, die Munition ist leer. Da hinten ist noch eine. Alter. Kannst du übertreiben? Hey, du Lümmel. Der Jäger mir will da runter und einfach alles looten. Wie lange ich noch streame, kann ich dir gar nicht sagen. Warum fragst du? Ich bin eigentlich wahrscheinlich maximal bis 12:45, da kommt mein Router kap. Was ist das? Ich weiß nicht.
Je nachdem, wie viel los ist. Fuck! Haltet die Stellung! Los! Also je nachdem, wie viel los ist, kann ich ja nachher nochmal starten. So ein Ding. Alter. Sieht ein bisschen untervögelt aus. Die Ameisen. Yo. Oh nein, Säure. Los, schnell zur Waffe! Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du! Hey! Genau, hier drüben, du Riesenwurm! Wir müssen das Ding vernichten und Regale einholen. Ich feuern die nackt ein paar Schüsse aus der Balliste. Fuck, Löschwasser! Autsch! Ich dachte, es ist anfällig gegen Feuer. Kannst du mal sehen. Wir verwirren das mit dem. Yo. Kriegt's doch eh nicht hin. Ich glaube, ich muss einfach nur ein bisschen überleben. Aua. Ja, natürlich. Fuck. Ich habe jetzt eben viermal gebraucht, um diesen scheiß Mut zu aktivieren. Er hat mir nichts gebracht.
Ah, da brennt noch. Natürlich, natürlich, klar. Endlich. Ich hasse die Dinger. Ja. Regala ist hinter Hikaru und Kotalo her. Ich muss zu ihnen. Hey, Mäuschen, da will ich jetzt nichts sagen, aber ich stimme dir vollkommen zu. Ich hasse die Dinger auch. Aber weißt du, was ich auch noch hasse? Wenn Spiele meinen, dass Effekte, Bass etc. auch bei Kinos, dass das lauter sein muss als die Stimmen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber deswegen hasse ich eigentlich generell Kinofilme. Nicht, weil die Kinofilme schlecht sind oder weil ich im Kino nichts gönne. Am Money liegt's nicht, sondern einfach, weil bei DVDs, ne, das ist einfach beschissen as fuck. Wie komme ich jetzt wohin? Da. Weil sie einfach meinen, die Basseffekte. Einfach meinen, die Effekte dreimal so laut zu machen wie die Dialoge. Der stirbt doch eh. Natürlich, dann kommt die hinter die Flatterfotze, klar, ne? Also, wie lange ich streame und wann ich, ob ich nach dem Router Cup den Stream nochmal aufrecht erhalte, liegt so ein bisschen am Chat, an den Zuschauern, ob ihr Bock drauf habt. Ich kann auch durchmachen, ne? Das ist noch nicht vorbei. Kein Thema, mache ich sowieso wahrscheinlich. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hikaru hält, wird vernichtet. Hier kack ich noch ins Gesicht, du Fotze. Wart's ab. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los. Mhm. Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Easy. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh. Und dieser Hundeblick. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern, wie an die der Seele. Der Hundeblick von Aloy. Herrlich.
Will nur noch, dass er hechelt. Entschuldigung. Hat Aloy nicht verdient. Aber der war lustig. Hier ist es. Ether ist unten. So. Und für die YouTuber, das seht ihr im nächsten Part.